es soll losgehen. Monika Gruber, Detlef Buch habe ich schon gesehen. Momentan meine aktuelle Aussicht sieht so aus. Wie fühlt sich das an? Jetzt Ihr Bestseller verfilmt worden als Film und es kommt bald als Serie. Ja, fühlt sich gut an. Also ich habe keinen Kummer deswegen. Hören Sie dann auf bei der Welt am Sonntag? Brauchen nein, Sie nicht mehr schreiben? Nein. Das geht immer weiter, immer weiter. Aber Sie fahren jetzt nicht das Geld in den Schubkarren nach Hause oder so? Nein, okay. Leider nicht. Vielen Dank. Wie neidisch sind Sie auf Heike Makatsch? Hätten Sie gern die Sexszene mit Ilias Mbarek gehabt? Das finde ich mal eine seltsame Frage jetzt. Nein. Ich habe mir gedacht, wenn ich die jemanden fragen kann, stellen kann, dann Ihnen. Ja, ich bin offen eigentlich. Eigentlich bin ich offen. Aber nicht im Film. Facebook Live. Wir sind schon bei Facebook Live. Das ist das soziale Netzwerk für die Eltern, oder? Mittlerweile. Genau. Alles klar. Herr Hausmann, wie schaut's aus? So ein Teenager-Film, wie sehr lag Ihnen das am Herzen, so ein Pubertäts-Coming-of-Age-Film zu machen? Na, ich mache ja immer Coming-of-Age-Filme. Alle meine Filme sind eigentlich Coming-of-Age-Filme. Selbst wenn ich Filme über alte Leute drehe, sind es Coming-of-Age-Filme. Sonderlee, was war das? NVA, Meier, Herr Lehmann. Es sind immer Lebenskrisenfilme offensichtlich. Absolut. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, haben Sie Kinder? Wie sehr können Sie? Ich habe 3. Und in welcher Phase sind die gerade? Ich habe eine 6-Jährige, eine 13-Jährige und eine 25-Jährige. Und ich habe auch noch eine kleine Tochter, die meine Freundin mit ist. Also die aber eigentlich einem anderen Mann, der auch hier ist, gehört. Das ist kompliziert, aber eigentlich sehr schön. Aber dann sind Sie pubertätserfahren, also ja, mit Kindern. Auf jeden Fall, und ich selber bin auch nicht raus. Sie sind immer noch in der Pubertät. Ja. Um Gottes Willen, was würden Sie denn Eltern raten? Nicht unanstrengend. Ja, was würden Sie denn Eltern raten, wie Sie mit pubertierenden Kindern umgehen? Ihnen aus dem Wege gehen. Ich frage Sie jetzt auch nicht, ob Sie wieder gesungen haben am Set. Nee, habe ich auch gar nicht. Haben Sie nicht gesungen? Gut. Herr Mbarek, wie schaut's aus? Der Leander hat gefragt, er ist immer noch in der Pubertät. Wie schaut es bei Ihnen aus? Sie sind aus der Pubertät raus? Nee, wer hat behauptet, dass... Leander, nein, er hat es von sich Gott, gesagt. Gott, der Arme, nee, ich bin Gott sei Dank schon lange raus. Ich habe gehört, es gibt eine ganz tolle Szene mit Ilias Mbarek. Haben Sie eine Vorstellung, wie viele Frauen, junge Teenager jetzt neidisch auf Sie sind? Na, die sollten sich erstmal diese Szene angucken, dann sind sie vielleicht nicht mehr so neidisch. Alles klar. Ja, hallo. Warum sollte man den Film schauen? Was ist das Pubertier, warum ist es sehenswert? Ich meine, das ist, glaube ich, was alle Eltern nachempfinden können, Probleme mit pubertierenden Kindern und allein schon wegen der tollen Hauptdarsteller. Ich ausgenommen, aber Jan-Josef Liefers, Heike Makatsch, Detlef Buch unbedingt schauen. Und Leander Hausmann als Regisseur und die tollen Kinder, die mitspielen, die waren wirklich großartig und sehr, sehr süß und überhaupt nicht zickig. Der rote Teppich ist leer, es ist keiner mehr da. Frau Gruber hat ganz nett noch O-Töne gegeben. Wir sagen jetzt Tschüss.